Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Mafia Definitive Edition. Warum sage ich das? Das frage ich mich jedes Mal. Egal. Jedenfalls machen wir heute wieder eine weitere Folge und gucken mal, was die Geschichte weiter bietet jetzt. Jetzt wird es ja immer spannender und spitzt sich immer mehr zu. Und da müssen wir ja mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Und wann wir das Ende des Spiels erreichen. Hoppala. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Was hatten wir in der letzten Folge? Jetzt bin ich ausnahmsweise mal gerade nicht drin. Ne? Jetzt muss ich gerade. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater. Ach ja, die Morello. Vorbei ist. Tom, du fährst. Sie sollten doch Morello töten, ich mal zeigt. Fest, Morello stirbt heute ja. Abend. Gut. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Na, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen, meine Lieben. Mal schauen. Ich weiß nicht, wie lange Theaterstücke so dauern, aber es wird spät. Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie, endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Alles klar, Jungs? Ja. Die Mucke. Ich schwitze nur wie verrückt. Auch gerade jetzt ist die Musik ausnahmsweise mal gut. Diese komische. Die Musik, die auch bei Hitman mal drin war. Falls ich erinnern könnt, bei Hitman gab es die auch schon einmal. Sieht übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Das war aber knapp. Oh, das war zu spät. Okay, jetzt wird es mir zu doof mit der Musik. Ein wenig. Aber ein bisschen laut lassen wir es als vorher. Ich mache sonst immer Musik in Spielen aus in der Regel, weil mich die immer nervt. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute stoppen.
schaffen. Erst sind seine Leute dran und dann er selbst. Kann die Waffen die wechseln? Ach komm. Also ungefähr konnte ich jetzt nicht rutschen, wirklich, nee. Er will uns wohl in den Gassen abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Los, los! Was hat Tom? Ah, oh, ja klar. Oh, wirklich jetzt? Oh, komm, ich bias. Gott, diese Kerle geben nicht auf. Ah, ist doch nicht dein Ernst. Ist jetzt echt doch. Nee, warte mal, ich muss die Steuerung mal wieder umstellen. Ich glaube, die ist schon wieder auf Simulation, oder? Ja, kein Wunder, ich rutsche hier in einer Tour jede Kurve. Das ist ja. Und die müssen das nicht, die fahren immer auf Akkord. Okay, ja, das ist echt. Aber er speist zwischendurch, das ist gut. Er will uns wohl in den Gassen abschütteln. Die rutschen ein bisschen weniger. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Achtung, weg hier. Ich sehe nach. Diese Kerle geben nicht auf! Wir auch nicht! Wir ziehen das voll durch! Bin ich mir sicher. Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug! Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Gesellschaft! Ich sehe sie! Seid ihr okay? Ja, nichts passiert! Nur etwas Glas in den Haaren! Lässt sich leicht rauskämmen! Wir leben zu Fuß! Los, Bewegung!
Na denn? Hier sind ein paar Typen. Ich hab ihn gesehen! Ich lade nach! Da kommen noch mehr von ihnen! Hey, gib mir Deckung! Oh, der war gut. Was? Wieso? Die haben doch gescheatet, sag ich euch. Die haben 100% gescheatet. Das ist ja wieder typisch. Ich bin doch perfekt gewesen. Ich hab nicht einen Fehler gemacht. So à la Matrix Bullet Time. Oder Max Payne. Naja. Granaten? Nö. So. Hier gibt's nichts mehr. Ach doch, Munition hatte ich gut. Na dann, gucken wir weiter. Wo ist der Arsch? Nicht gut.
hören? Los, Tom! Morello muss in der Nähe sein! In das Auto! Tommy, vor uns! Du bist der beste Schütze von uns! Hoch! Wir sind zu langsam! Zieh uns hoch! Er will starten! Zähl auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Fahr ich jetzt? Nee, muss nicht fahren, gut. Okay, jetzt den anderen! Ja, beide hoch! Ich übernehme das Steuer. Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird deinen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet. Wir sind ihm auf den Fersen. Geht er runter? Das erzählen wir nicht dem Don. Jedenfalls... Er? Ja, geht er. Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir schauen, aber sicher. Gerade? Ach, ja. Bist du schon immer so gefahren? Ganz toll. Hast du etwa einen Todeswunsch? Oh, Alter. Ehrlich. Ich kann durch den blinden Zaun fahren. Oh mein Gott. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Oh Mann. Mal gucken, was da kommt. Da der Gänge. Der Feind, der jetzt weg ist.
und wir keine Konkurrenz mehr haben im Grunde. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört. Also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich. Dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Pauli oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. Gab's Probleme? Nein, Boss, keine Probleme. Noch was für mich? Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Gehst du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See, tranken ein paar Biere, hatten Spaß.
Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft es nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist, wird panisch, hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter, tauchen nicht mehr auf. Polly ist dein Freund und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Pauli und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Winnie einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Winnie die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. So, meine Lieben. Das ist noch nicht das Ende, wie man sieht. Es geht also noch weiter. Ich bin gespannt, was nach Morellas Tod jetzt noch alles passiert, aber jetzt geht es um die Geschichte zwischen Tommy und Salieri und wie er wohl aussteigen wollte. Und wie es dazu gekommen ist, dass er aussteigen möchte, ne? Wir werden es bald erfahren in der nächsten Folge, meine Lieben. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich danke euch fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.